Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Vlog. Hallo! Wir sind jetzt bei Part Nummer 3, weil ich habe ja hier in Enkhausen aufgehört gehabt, den Wanderweg, die Wanderroute, und bevor es jetzt weitergeht mit meiner Frau. Ich bin dabei. So weit wie wir kommen. Also nur heute. Wir werden nicht übernachten wollen. Genau. Deswegen gehen wir jetzt so weit, wie wir kommen. Und ich sag mal, viel Spaß mit dem Video. Ja. Yeah. Und du, ist Rico? Puh! 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 Nur berghoch. Und wie fühlst du dich? Cool. Cool. 15 Kilometer. Oder mehr? Vielleicht schaffen wir auch die restlichen 80 Kilometer. Brrr. Oh, wir sind hier oben an einer Kreuzung angekommen. Da ist so ein schönes Häuschen. Und da ist sogar meine Frau. Und wir müssen weiter geradeaus. Da sieht man schon eine Kirche oben. Schön, bis gleich. Ah, gehen wir hier lang. Hier ist ein bisschen nicht so matschig der Weg. Lona geht da durch. Oh ja, die Richtung der Video. Da müssen wir lang. Oh, coole Aussicht. Da ist noch eine Bank. Ja. Viele ja. Bänke, ja. Und dann da. Bankunya di pinggir. Wow, pinggir jurang. Oh, das ist cool, ey. Und das ist Langscheid war das, ja? Abanya. Ach so. Das ist ein Angelteich. Ach, wir müssen da hoch. Kann man nicht essen? Unten angekommen. Ein paar kannst du essen. Nicht alle. Nein. Weil da sind schon ein paar schlechte dabei. Und jetzt müssen wir da hochgehen. Wolltest du dich verpflegen unterwegs? Soll ich mich verpflegen? Erstmal wieder. Ich glaube, du bist auch wie gut. Ich würde sagen, das sind Johannisbeeren. Okay. Und? Schmeckt das? Sauer. Ihr müsst das gucken. Ich fühle mich beobachtet. Die schauen uns an.
Nein, die gehen zu uns. Die kommen zu uns. Was machen wir? Hallo. Döner. Schaschlik-Spieß. Mmh, Enak. Da. So, die Kuh wollte was von meiner Frau. Schöne Aussicht hier. Jetzt kommt die nächste Kuh. Schnell weg hier. Tada. Schöne Aussicht. Aber wir müssen andersrum hoch. Ja? Christi. Christi, Christi. Da, jetzt kommst du. Hört auf Christi. Ah, hier ist auch so viel Sonne. Warum machst du Angst? Ja. Hast du Angst? Ein bisschen. Verlustig, ja. Hatti, Hatti, ja. Aua, aua da. Okay, wir sind jetzt hier oben an einer Kreuzung angekommen. Wow. Normal steht da einmal rechts abbiegen, aber hier geht auch noch so ein Pfad hoch. Ach, wir müssen den Pfad dann noch geradeaus gehen. Okay. So, dann gehen wir mal. Achtung, das ist Hundescheiße, ja? Ja. Dann gehen wir mal den Pfad hier weiter hoch. Und dann müssen wir gleich oben irgendwo rechts abbiegen. Wow, nice. Sind wir oben in Langstedt angekommen. Gleich müssen wir irgendwo nach rechts abbiegen. Da vorne steht noch ein Zeichen geradeaus gehen. Bin mal gespannt. Ach, wir gehen bestimmt oben an der Kirche vorbei, ja? Und dann denk mal. Okay. Chin, 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 chin. Hier links ist die Schützenhalle. Sehen wir eigentlich die Sorpe? Was sind die ganzen Häuser davor? Von Denkmal sieht man die Sorpe, ne? Und hier sind sie immer noch nicht weiter. Vor 3 Jahren war es immer noch so. Oder ist es ein neues Haus? Es ist ein neues Haus, ne? Na dann. Okay. Hier. Schön, schön, schön. Aber. Okay, wir sind jetzt hier angekommen am Ehrendenkmal war das, ne? Und da unten links ist die Sorpe. Okay, jetzt sieht man nichts. Ist der Busch vor. Und vorm Busch ist ein Auto. Ein Weinauto. Dann gehen wir jetzt mal kurz darauf, weil ich habe Durst. Ich muss trinken. Ich habe immer noch den bitteren Geschmack von den 2 Bären im Mund. Blablabla. So, Aussichtsturm mit Kriegsehrenmal. Kriegerehrenmal. Ist sehr schön hier. Oh, der ist noch zu. Ne, andere Seite ist offen. Wolltest du rein? Nee, erstmal sitzen. Okay, erstmal sitzen. So. Und da unten ist die Sorpe. Schön. Doch, doch, der Bank ist Schatten, oder? Okay, können wir auch in der Sonne ein bisschen T-Shirt trocknen. Okay, dann haben wir hier Mülleimer. Achso. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist der Turm. Ah. Oh, doch, ist auf. Gehen wir mal hoch. Okay.
Okay, aber in Aussicht. Noch eine Etage. Zwölf Uhr. Es gibt noch eine Etage höher. Schauen wir mal. Ich gehe noch eine Etage höher. Auch hängen geblieben. Auf Kopf aufpassen. Ah, schon wieder hängen geblieben. Der Stock nervt. So. Mit keiner Hand festhalten ist schwer. Okay. Hier oben ist auch auf. Okay. Auf dem Dach. Da oben ist die Flagge. Schön. Ah. Apanja. Wow. Bist du auch hier oben? Schön. Ja. Ja. Okay, wir sind jetzt hier raus aus Langscheid. Jetzt müssen wir hier den Weg lang gehen. Oh, da. Oh, Wölfe? Das ist ein Wolfsweg. Da. Nee, ist kein Weg. Das ist ein Punkt, oder? Wolfspunkt? Keine Ahnung. Dann sind wir hier in Ameke. Nächster Punkt, Ameke. Langscheid, auf Wiedersehen. See you later, Alligator. Und den Wolfspunkt muss ich mir merken. Das ist der Bollenberg. Da ist der Wolfspunkt. Was ist hier? Oh, Baby, hier bei der Stöcke, da wird gezeigt, was du machen musst. Not on walking. Yeah. Nordic active. Okay. Wir haben gerade gelesen, dass wir 8,6 Kilometer bis nach Ameke brauchen. Was heißt brauchen? Der Weg lang ist. Ach je, meine Frau. Smaggert. Und ich. Ach je. Gut, dann gehen wir jetzt diese 8,6 Kilometer. Bislang der Weg, wie fandst du den? Schön, sehr schön. Schön, ich auch. Ich fand den auch schön. Wandern ist sowieso meistens immer schön. Aber der Weg ist auch nicht ganz so eintönig jetzt, ne? Wir haben See gesehen, wir haben Wald gesehen, ja. Wir haben Schnecken gesehen und Kühe. Kühe haben uns gesehen und durch zwei Dörfer sind wir durchgegangen, Langscheid und Enkhausen. Da ist ein Schild. Mantap! Gut, dann bis gleich. Okay, ihr lest da. Lieber Freund, warum keine Frau? Nur männlich. Warum nicht, lieber Freunde?
Warum nicht, liebe Freunde? Wenn du hier wanderst, ganz verträumt, und über dir die Vögel zwitschern, die Sonne durch das Laubdach glitzert und dir so leicht ums Herz wird, dann kannst du sagen ganz gewiss, wie schön doch unser Heimat ist. Schöner, oder? Aber nur für Männer. Freund. Nicht für Freundin oder für Freunde. Ja, also nur für dich das. Also rassistisch oder sexistisch. Weiter geht's, let's go. Wir müssen hier den Berg hochgehen, mal wieder. Wir sind so wenig Berg heute hochgegangen, dass wir hochgehen müssen. Juhu! Vielleicht jetzt noch 8 Kilometer. Smangert! Da ist ein Insektenhaus. Guck mal, hier ist. Hier ist ein Schützenhain? Ich weiß es nicht. Riesenspielplatz. Was steht da? Freudig trifft. Bereit, frohziehen. Nachher weiter gehst du als Wanderer vorbei. Segne deinen Weg, dir Gott. Okay. Schön. Ich hätte hier auch schlafen können, wo ich unterwegs war. Oh, oh, das Flying Fox, Baby. Ja, Flying Fox. Ja. Eine Seilbahn. In Indonesien heißt es Flying Fox. Keine Ahnung, warum Flying Fox. Ist ja kein fliegender Fuchs. Hm? Schön. Hier sind viele Wanderwege. Okay. Oh, hier kann man parken. Da steht nur für Kinder dran, also 14, glaube ich. Aber kannst ja mal ausprobieren. Du bist ja so schwer wie Kind. Melschede. Okay, Wick Wick hier. Okay, danke fürs Zuschauen. Wir beim Marien. Lalalalo. Okay, hier ist der Wanderweg. Ich habe ja damals hier angefangen. Da wollten Spinnen mich angreifen. Bin bis. Wohin bin ich gelaufen? Bis dahin war ich gelaufen. Oh, ganz schön Strecke. Und jetzt sind wir auf dem Weg hier vorne irgendwo. Cool. Und wir sind jetzt. Da, der rote Punkt. Ah, okay. Wow! Ich mache aber Strecke. Nein, noch nicht mal. Ganz kleines Stück nur das hier. Nein, ich meinte von Enghausen. Ja, sicher. Guck mal, steht dran, wir müssen noch 7,9 Kilometer. Wir sind 700 Meter gegangen. Okay, let's go. Von letzten Schild. Ein Butterfly fliegt Lona hinterher. Nein, hat Lona überholt. Gerade gelesen, wir sind schon 5,4 Kilometer gegangen. Gut, oder? Ah, sie fällt. Heiße. Also 5,4 Kilometer sind wir gegangen. Und jetzt geht's hier durch den dichten Wald. Spooky. Ja. Wollen wir hier Haus bauen? Müssen wir mal hierher laufen. Schön hier. Ja. Sehr schön. Coole Aussicht. Pass auf die Ähre auf. Wow.
Von da unten kommen wir. Ja. Da müssen wir hoch. Das nimmt einfach kein Ende. Au! Wo sind meine Hundefreunde? Au! Könnt ihr uns nicht tragen? Schöne Aussicht. Und der nächste Berg, die nächste Aussicht. Die Stadt empfehlen. Ihr könnt hier einen Turm aufbauen, also Aussichtsturm, so, weil die Ecke hier sehr schön. Ja. Ringsherum kann man die Berge sehen. Eine Empfehlung an der Stadt. Welche ist das? Amecke? Amecke, keine Ahnung. Ich glaube, das gehört zu Amecke. Bitte, hier. Eine also, sondern Amecke. Aussichtung. Sehr perfekt hier. Boah, cool. Richtig, sehr schön. Boah. Muss aber noch nicht mal hoch sein, ja? Genau. Weil nicht so viele Bäume hier sind. Noch nicht. Ist das hier der Bollenberg, wo die Wölfe sind? Immer bei jedem Berg Film. Aussicht immer wieder schön. Wow. Hier ist abgezäunt. Hier werden Tannenbäume gepflanzt. Baumschule. Eine Baumschule, genau. Die gehen alles zur Schule, die Bäume. Damals. Das habe ich gesagt. Da hinten wieder ganz schöne Berge. Schöne Aussicht, boah. Ja, sehr schön hier. Boah. Wie weit man gucken kann, ja. Cool. Ja. Da hinten ist auch für Pause machen. Ich glaube, da setzen wir uns kurz hin, oder? Ja. Dann kann ich was trinken. Meine Frau kann ihre Füße ausruhen. Die qualmen schon. Ja, das Problem, ich habe vorher Zumba gemacht. Ja, heute hast du schon viel Sport gemacht. Gestern auch. Gestern Zumba und Schwimmen. Genau, gestern Zumba schwimmen. Heute Zumba wandern. Morgen Zumba Fahrrad fahren. Und Montag wieder von vorne. Gut. Ach, das Schild noch mal angucken. Ich wollte gerade wegdrücken. Aber nein, wir sind ja schon am Schild. Was ist das für ein Schild? Wanderschild? Ah, hier, die Wölfe. Waldruten sagen, Kapitel 8. Ach Mensch, Kapitel 8. Ah, hier ist die Strecke. Die geht in Iserlohn. Tina! Was denn? Die geht in Iserlohn los. Okay. Die Wolfsstrecke. Wow. Schön. Ich gehe schon mal weiter. Und da steht dran, ne? Amecke noch 6, Allendorf ist das. Amecke, 5 Kilometer. Langscheid Sportplatz 5,4 Kilometer. Ja, und dann noch die 3,4, also 9 Kilometer sind wir gegangen, wie du gerade schon mal gesagt hast. 8 Kilometer ungefähr. Schön.
Schön, schön. We got it, we got it. Woo, woo, woo. Da vorne ist Pausebank. Da dam dam. Okay. 200 Jahre. Schnadelgang, Amecke. Also jetzt ist schon älter. Und hier machen wir jetzt Pause. Das war das Zeichen. Amecke nach Enkhausen sind ungefähr 11 Kilometer, wenn wir in Amecke angekommen sind. Und das ist unsere Aussicht jetzt bei der Pause. Schön. Okay, wir sind hier gerade noch unterwegs. Wir haben jetzt schon das zweite Mal eine Kreuzung, wo kein Schild ist. Ist ein bisschen verwirrend. Wir kamen von da. Normalerweise geht man gerade zu. Und ja, ist jetzt das geradeaus oder das geradeaus. Hier führen zwar Reifenspuren nach oben. Hier ist zuletzt ein Auto nach oben gefahren. Daher wissen wir nicht ganz genau, wo das ist. Ich habe das ja Gott sei Dank alles abfotografiert, den Weg. Und er sagt, dass der Weg falsch wäre. Also sprich, wir müssen hier hoch und das wäre dann die Weg Sauerland-Waldroute. Hoffen wir mal, dass es richtig ist. Schon das zweite Mal sowas. Zweite Mal, ja? Ohne Zeichen. Macht die Zeichen wieder ran. Klaut uns nicht die Zeichen, sonst verlaufen wir uns und dann sterben wir. Bitte. Bis später, später. Okay, wir kamen jetzt gerade wieder von da oben runter und schauen hier ringsherum und schon wieder kein Schild da. Auf der Karte heißt es, wir müssen einmal so scharf nach links abbiegen. Ich denke, das ist diese Stelle. Wissen tue ich das erst, wenn wir unten angekommen sind. Ja. Also ein bisschen doof. Und ich wurde gerade von der Pferdebremse hier an der Hand gestochen. Das juckt, das hört gar nicht auf. Hilfe! Aua, aua! Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Juhu! Wir waren gerade da vorne an einer Kreuzung und die ist auf meiner Karte nicht eingezeichnet. Deswegen war ich gerade an Zweifeln, ob wir richtig abgebogen waren oder nicht. Aber alles gut. Ja. Alles gut. Alles auf dem richtigen Weg. Gott sei Dank. Ah, da ist Amecke unten. Das ist die eine Scheune, wo Vogeldingen zwar weiß noch. Ja. Juhu, wir sind gleich da in Amecke. Die letzten paar Meter. Oder 2 Kilometer. Ja. Okay, wir sind jetzt hier an einer Landstraße angekommen. Ich muss jetzt die Landstraße hier hochgehen. Eieiei. Ich hasse es, an der Landstraße zu gehen. Und da ist kein Bürgersteig. Okay. Auf der Straße lässt es sich bequemer gehen. Und immer wenn ein Auto kommt, muss ich links rüber springen. Das ist nicht wandern, das ist Autofahren jetzt. Bam, 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 bam. Oh, schön. Wir sind jetzt gleich in Amecke. Da drüben sind schon die Häuser. Da ist das Restaurant am See. Genau. Da ist auch so See, ne? See, Soppesee. Mhm. Und so See, See, schön. Schön. Einfach schön. Schön, schön, schön. Schön, 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 schön. Gleich sind wir da. Aber nicht in der Bushaltestelle. Das heißt, wir müssen über 2 Stunden warten. Naja, 2 Stunden. Nicht über, sondern 2 Stunden. Oh, oh.
Oh. Dann könnten wir auch noch unsere T-Shirts aussehen und nackig rumlaufen. Nein. Okay, dann nicht. So, jetzt sind hier sehr viele Leute unterwegs, deswegen habe ich nicht mehr allzu viel filmen. Hier vorne rechts ist in Amerika noch so ein Labyrinth. Wolltest du in den Labyrinth rein? Nee. Das Zeichen hier gewesen? Nee, ne? Also weiter geradeaus. Gut. Da bist du. Okay. Wir sind jetzt hier am Ameke-See, am Soppesee in Ameke. Ja. Und wir müssen jetzt 2 Stunden warten auf den Bus. Genau. Dann sind wir, denke ich, mal 13 Kilometer gegangen. Das werde ich zu Hause gleich nochmal alles checken, check. Mhm. Und ja. Und ja. Dann sage ich mal bis gleich, bis ich zu Hause bin und alles gecheckt, checkt habe. Oder ich vielleicht filme ich noch ein kleines Stück hier von dem See. Bitte schön, danke schön, vielen Dank. Ja. Da, wir sitzen jetzt hier so schöne Bank mit Tisch und so, ne? Dahinter ist so ein Pavillon, da ist schön kühl drin eigentlich, ne? Mhm. Und hier sind manchmal so Schwäne, die einen essen wollen. Ja, normalerweise, ja. Aber ja, die sind bestimmt alle? Andere Seite in der einen Bucht. So, weißt du? Ah, keine Ahnung. Ich will gleich noch ein bisschen was filmen. Viel Spaß. Jo, da ist ein Wasserspiel. Das ist das Pavillon. Sollen wir reingehen? Mhm. Ja, können wir schon. Warm hier drin. Ja. Und da ist halt Wasser. Anders. Bei nass ist mit Holz. Okay, hier ist der Spielplatz. Nicey geicy, weißt noch hier? Ja. Vor ein paar Jahren. Wo haben wir hier gemacht? Da hinten. Das Hindernisparcours. Hangeln, an Seil klettern, plum. War witzig. Okay, wir sind hier jetzt gerade am historischen Garten. Was steht da? Steinenhut. Und hier steht Salbei, Salbei. Ach, da steht noch was. Thymian. Und was steht da? Geaderte Katzenminze. Katzenminze. Aber. Oh mein Gott. Da, Gulu Gulu. Wow. Gulu Gulu? Ah, was ist hier? Römische Kamille. Kleine Bibernelle. Kleine Bibernelle? Ich mag. Wermut. Oh, Wermut ist gut. Wermut macht Halluzinationen. Das ist gut. Oh mein Gott. Kleine Bibernelle. Salbei. Salbei. Achso, oh ya, iya. Oh, tuh sana udar. Pansan banyak lebah di sini. Wanginya enak, weh. Heiligenkraut. Garten. Schön. Nicey geicy.